Ja, guten Morgen. Es ist mal wieder soweit. Ich möchte dir heute wieder einen Begriff erklären und der ist dir bestimmt schon 100 Mal, 1000 Mal, 10.000 Mal irgendwie über den Weg gelaufen. Vielleicht weißt du auch schon, was das ist. Dann wirst du dir wahrscheinlich das Video gar nicht anschauen. Es geht heute um die Cookies. Die Cookies. Ja, was sind Cookies? Cookies ist übersetzt, sind das Kekse. Und da haben sich Programmierer ausnahmsweise mal was Lustiges überlegt. Nämlich, wenn man Kekse isst, dann krümeln die in der Regel. Und wie bei Hänsel und Gretel hinterlassen, können Krümel Spuren hinterlassen. Und so ist das auch im übertragenen Sinne, muss man sich das vorstellen, im Internet. Wenn wir durchs Internet surfen, dann hinterlassen wir Spuren. Die Cookies gibt's schon ziemlich lange. Die sind schon Mitte der 90er. Kamen die schon irgendwie auf, deshalb, weil das so war damals, dass wenn man im Internet gesurft hat, dass der Computer konnte sich nichts merken, was wir eigentlich getan haben. Und so sind diese kleinen Cookies entstanden. Cookies sind kleine Textdateien, die im Browser gespeichert werden. Und ich gehe jetzt mal einfach auf meine Seite und zeig dir mal, was das ist und wie das, na gut, zeigen kann ich dir nicht wirklich, ich kann dir einfach nur ein bisschen was erzählen. Ja, dann gebe ich mal meinen Bildschirm frei. Okay, also, wie gesagt, Cookies sind kleine Textdateien. Du hast bestimmt schon gesehen, dass hier auf ganz vielen Webseiten das oben aufpoppt. Ich stimme der Verwendung von Cookies zu und dann musst du sagen, okay, oder man sagt, erfahre mehr. Es ist im Moment Stand November 2007. Es ist wohl, wie gesagt, ich kann hier keine Rechtsberatung anbieten, aber es ist noch nicht Pflicht, wirklich Pflicht. Aber wir müssen unsere Benutzer darauf hinweisen, dass wir Cookies setzen. Wenn du sagst, ja, aber ich mache das doch alles gar nicht, dann stimmt das so nicht und ich zeige dir auch warum. Wenn das ist jetzt eine WordPress-Seite und ich bin gar nicht eingeloggt. Ich bin einfach nur auf dieser Seite. Ich benutze den Chrome. Ich habe vorher alle Browserdaten gelöscht. Das heißt, die Cookies gelöscht, den Cache gelöscht. Das heißt, es ist jetzt jungfräulich. Und wenn ich mir hier über die rechte Maustaste unter Untersuchen mir das anschaue und gehe in Applikation, dann gibt es hier einen Bereich, der heißt Cookies. Wenn ich da draufklicke, dann sehe ich, dass ein Cookie gesetzt worden ist. Das ist eine kleine Textdatei. Ich habe noch nichts gemacht, außer dass ich das akzeptiert habe und es wird egal, ob du was gemacht hast, setzt WordPress ein Standard-Cookie. Das heißt, ich muss meinen Besucher darauf hinweisen, dass ein Cookie gesetzt wird und das muss ich auch in der Datenschutzerklärung mitteilen. Hier gibt es einen Bereich, der heißt Cookies. Wie gesagt, ich kann hier keine Rechtsberatung anbieten. Ich kann nur ungefähr wiedergeben. Wenn du das genau wissen willst, rate ich dir tatsächlich mit deinem Anwalt zu sprechen. Was ich aber sagen kann, ist, ja, warum brauchen wir überhaupt diese Cookies? Sind die per se eigentlich schlecht oder warum gibt es die überhaupt? Was machen die überhaupt? Also wenn ich zum Beispiel online shoppe bei Amazon und es würde, wenn ich auf einer Seite bin, es würde kein Cookie gesetzt werden im Browser und ich hätte einen Warenkorb, etwas in den Warenkorb gelegt und jedes Mal, wenn ich die Seite wechsle, wäre alles weg. Das heißt, das Cookie, es gibt verschiedene Cookies, es gibt Session-Cookies, es gibt Tracking-Cookies, es gibt Duden-Daten-Cookies. Wichtig ist, dass wir einfach nicht anständig surfen könnten, gäbe es keine Cookies. Natürlich gibt es auch immer Nachteile von solchen Dingern, natürlich das Tracking. Wenn ich zum Beispiel, das hast du sicherlich auch schon gemerkt, wenn du nach irgendwas gesucht hast bei Google nach irgendeinem Produkt, sei es Schuhe, Handtaschen, keine Ahnung, dann wirst du, wenn du zum Beispiel auf Facebook blickst, werden dir Dinge angezeigt. Das hat immer seine Vor- und Nachteile. Man kann Cookies im Browser einstellen. Ich lasse relativ viel zu, weil ich sonst die ganze Zeit immer überall zustimmen müsste, wenn ich sowas ausschalte oder sage, ja, ich möchte jedes Mal
sagen, wenn ein Cookie gesetzt wird. Ich möchte darüber informiert werden und ich möchte das selbst bestätigen, weil es gibt, wie gesagt, das fängt schon mit den WordPress-Seiten an, wo ein Standard-Cookie gesetzt wird. Ja, ich schaue mal kurz auf meine Liste. Genau. Das war es schon im Groben und Ganzen. Mehr ist ein Cookie nicht. Wie gesagt, natürlich werden wir getrackt und wir sind gläsern, aber gleichzeitig erleichtert uns das natürlich auch, weil wir alle auch sehr gern online shoppen und gerne auch das erzählt bekommen, wenn es ähnliche Produkte gibt. Also ich finde das immer ganz schön, wenn ich was suche und dann, es ist immer sehr zweigleisig. Das sind Cookies. Nicht mehr und nicht weniger, also kleine Kekskrümel, die eine Spur im Internet von dir hinterlassen. Ja, ich hoffe, ich gehe noch mal zurück, ob irgendjemand Fragen gestellt hat. Moment. Nein, alles okay. Dann war es das wieder für heute und du kannst das natürlich wieder auf meinem YouTube-Kanal morgen dir auch anschauen oder hier auf Facebook und ich freue mich auf das nächste Mal. Tschüss.